Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider Anniversary. Die Muni brauchen wir nicht mehr, wir haben genug Schrotflintenmunition. Da oben an die Stange und da oben würde ich gerne eigentlich noch hin, aber ich glaube, wir sind dann hier falsch. Habe ich so das Gefühl. Wie komme ich denn da oben hin? Irgendwie waren wir da oben doch schon mal. Ich weiß nur gerade nicht, wie. Irgendwie hatte ich doch da eine Idee. Nee. Oh, ich bin so hohl. Jetzt bin ich da voll reingerast in das Ding. Ja, nehmen wir mal eins von den Großen. Wir haben ja genug eigentlich gerade. Und wenn wir einfach durch die Tür gehen, ist das vielleicht sogar Sinn der Sache? Komme ich hier aus besser irgendwie nach oben? Also von da geht's nicht. Ich glaube, wir müssen durch die Tür. Oder? Also ich wette, da ist eigentlich auch noch was, aber... ja, wie jetzt hat man das hier hingeschafft und jetzt... Ist ja total hohl eigentlich. Jetzt hat man das extra geschafft und dann... Man hier doch wieder nicht richtig, oder was? Eigentlich will ich gerade so weit, wie es geht, nach oben, obwohl ich gar nicht weiß, warum. Geht's da auch noch nach oben? Ey, ich mache immer wieder denselben Fehler, ne? Nee, doch, da oben ist noch ein Artefakt. Wusste ich's doch. Leute, wie komme ich da oben ran? Darüber, über die Stange, von da hinten. Ich muss hier rechts... Moment, ich habe eine Idee. Wenn ich mich hier rüber schwinge und dann ein bisschen höher klettern. Nee, das ist ein bisschen zu hoch. So vielleicht. Und dann rüber. Geht das? Nee. Ich weiß nicht, ob das geht. Das geht bestimmt voll in die Hose. Das geht in die Hose. Aber es könnte funktionieren. Also, vielleicht muss ich eher ganz viel Seil lassen, damit das geht. Ja. Jetzt habe ich schon wieder Blut geleckt. Es ist so furchtbar. Wenn ich so ein Artefakt sehe, dann... Ja, jetzt geht das wieder nicht. Warum geht das immer nicht? Mal geht der Sprung nicht. Bin so froh, dass ich im letzten Part das geschafft habe, sonst würde ich gar nicht glauben, dass es geht. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Nein. Oh Gott. Okay, nein, nicht schon wieder. Warum ist denn das Vieh jetzt wieder da? Oh, ich krieg jedes Mal einen Herzinfarkt. Kackvieh. Muss ich das jetzt alles nochmal hier machen oder was? Warum ist denn das Monster schon wieder da? Ich krieg einen Rappel hier. Ja, aber das Artefakt, das habe ich doch jetzt wohl, oder? Oder? Leuchtet das da immer noch? Gar nicht mehr. Scheiße. Tödliche Fallen waren wohl die Spezialität dieser Leute. Ja, glaube ich auch. Ey, weh, das leuchtet da unten jetzt noch. Ich habe keinen Bock, das jetzt auch noch wieder einzusammeln. Kommt das Vieh hier schon wieder um die Ecke? Und ich dachte, das wäre jetzt tot. Menno. Wie ging denn das jetzt eigentlich nochmal? Bin ich jetzt schon wieder hier völlig falsch? Nee, ich muss doch da auch lang, oder nicht? Bin verwirrt. Bin verwirrt. Wo ist denn jetzt dieser Weg, den ich hatte?
Muss ich jetzt, war ich jetzt richtig da vorne oder? Ich muss nach oben, so war das, genau. Hier wollte ich hin, ne? Genau. Oh mein Gott, ich hab's sogar geschafft. Bitte halt dich fest. Ich habe keine Lust, hier zu sterben. Okay, das Ding ist dann links. Nein! Mein Gott, wie heikel das hier alles ist, ey. Nein! Gott, ja, hier kurz vorm Sterben. Mir doch egal, ich habe ein Artefakt gefunden. So, bitteschön, Leute. Und da war noch ein Medipack. Das kriege ich auch noch hin. Kommt da gerade wieder? Nee. Und den Fehler mache ich ja auch jedes Mal hier. Oh, ich will das endlich hinter mir haben. So, jetzt habe ich aber alles. Alles, was man nur sich holen kann, wahrscheinlich, habe ich jetzt geholt. Ihr dürft stolz auf mich sein, finde ich. Jetzt geht's aber endlich zurück. Zurück in den Tod. War so klar, dass ich das nicht schaffe. Oh, es ist so gemein hier, echt. Ich hoffe, ich habe jetzt alles. Es waren doch die Artefakte. So, kann ich das nicht mal hier nachkontrollieren? Ich würde gerne eigentlich... Ja, scheiß drauf. Artefakt eingesammelt ist eigentlich eingesammelt. Das zählt doch immer. Och, Lara. So. Holen wir uns endlich das verfluchte letzte Teil. Hier. Jetzt haben wir den Skarabäus des Osiris. Damit dürften wir alles haben. Und dann geht das Wasserding auch runter. Und ich freue mich einen Keks. Oh, ich wollte einen schönen Kopfsprung machen. Aber was soll's. So wichtig ist es dann auch nicht. Hauptsache weg hier. Am besten du schwimmst schneller. Mädel, schwimm, 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 schwimm. Geschafft. Und den Hebel. Wow, okay. Noch eine Nische. Sind wir wieder an der Stelle. Wahnsinn, ich kann auch nicht mehr, ey. So viel Kletterpassagen, die echt nicht einfach waren. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier wieder böse Monster kommen. Gut, ich laufe mal hier lang. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo. Und wie und wer und überhaupt, wo es lang geht. Und ich habe ein bisschen Schiss. Wie immer, wenn es um die Ecke geht. Oh, Sonnenlicht. Puh. Das war einer. Kommen noch mehr oder nicht?
Der geht ja noch. Warte. Irgendwas war, hat hier noch rot geleuchtet. Okay. Was soll hier rein, der? Was Rundes? Das Ankh. Und das Auge. Aber was war das dann für eine Tür oben? Das ist es nämlich. Da war noch dieses, was aussah wie eine Tür oben, wo diese Stange rausfuhr. Die Stange mit dem Hebel, wo man auf Zeit hochklettern musste. So, das war so vor zwei Parts oder so. Wo man ganz nach oben, dann rechts rüber über die Stange, die sich rausfährt, damit man auf die andere Seite kommt. Wo man aber von weitem gar kein Artefakt gesehen hat. Da wird das vierte Artefakt gewesen sein. Höchstwahrscheinlich, dass ich jetzt nicht hab, macht aber nichts. Ich finde, 3 von 4 ist völlig okay. Damit kann ich leben. Und ich speichere da doch gerne mal. So, hier hat sich eine gewaltige Tür geöffnet. Und da gehen wir jetzt mal durch. Immer in die Ecken gucken. Huiuiui, jetzt bin ich aber gespannt. Sion, halt dich drum! Leute! Heilige Kacke. Scheiße. Boah, und vor allem, ich hatte gerade irgendwie meine Finger überhaupt nicht auf den Waffensachen. Voll fies. Uff. Muni, Medipack. Im Fall, dass man hier sich gleich wieder verletzt hat. Ach, dieses Spiel hat so eine Erschreckermomente, ganz ehrlich. So, jetzt haben wir hier wieder die Sachen, die wir einstellen sollen. Sieht doch prima aus. Jetzt machen wir hier noch einen grünen Blumentopf dazu. Und dann haben wir es auch. So. Lass das mal so stehen. Nein, das ist so ein Dingrätsel, wo die anderen sich wegdrehen. Oh, ich hasse sowas. Oh, nö. Jetzt drehen sich die da vorne nämlich auch. Super. Okay, der ist richtig. Der müsste sich nochmal drehen. Jetzt hat sich der wieder vertan. Das ist ja schön. Ja, so ein bisschen Wimmelbildartig, nur in anderer Optik. Man muss halt immer so denken, dass der andere sich ja mitdreht. So, die blauen Vasen sind doch richtig jetzt. Was stimmt jetzt hier nicht? Die sind doch... Der ist auch richtig. Der ist nicht richtig. Mist. Aber nur noch einer. Ich bin, glaube ich, auf einem guten Weg. Das ist schon nicht schlecht. Einen muss ich, glaube ich, zweimal drehen. Nehmen wir mal den. Wo ist der Grüntopf? Da ist der Grüntopf. Aber das passt dann nicht. Weil dann geht der ja wieder weg. Das heißt, der müsste eigentlich wieder einen zurück. Und der müsste eigentlich zweimal gedreht werden. Glaube ich. Aber auch Quatsch, weil der dreht sich ja wieder weg. Moment mal.
Die sind jetzt beide richtig. Also habe ich das Problem nur hier. Oh Mann, oh, wie mache ich denn das? Dann muss ich den wieder kaputt machen, ne? Einen von... Oh Mann, ich mag das immer nicht, wenn zwei stimmen und ich den dritten, der dann aber stimmt, verändern muss, damit sich die anderen beiden verändern. Ich hasse das. Dann komme ich mich irgendwann immer so durcheinander. Das haut doch jetzt hier mit dem gar nicht mehr hin. Ja, macht Spaß, ne? Das Rätsel, echt super. Voll mein Ding. So, grüner Topf, blaue Töpfe. Nur die beiden sind wieder vollkommen falsch. Oh, scheiße. Menno. Richtig. Der muss noch einen rüber. Ist der wieder falsch? Oh, ich muss das irgendwie anders machen. Das funktioniert so nicht. Oh Mann, und ich dachte jetzt, der eine weiße passt. Oh, wie Ach, der hat sich auch wieder verändert. Oh Mann. Moment mal. Achso, ich wollte gerade sagen. Wenn der daneben ist, das geht doch gar nicht. Der, wenn der sich dreht, das passt doch. Warum... Mist, Mist, Mist. Echt blöd. Schwieriges Rätsel. Echt, ich finde das echt ein bisschen schwer gerade. Es ist mir zu doof. Und es gibt nicht wie beim Wimmelbild ein Überspringen hier. Man kann richtig lustig hier sich einen abdrehen. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Ja, ja, lass los jetzt, lass los. Oh, Mädel, echt. Ich hab's geschafft, wuhu, und das auch noch in diesem Part. Ich dachte jetzt echt, ich hab hier ewig zu tun. Dass ich echt offline rumprobieren muss und so, das dachte ich jetzt eher. Da ist eine Leiter. Was ist, wenn ich jetzt hier noch höher gehe? Okay. Mal ein kleines Medipack. Okay. Okay, sie wurde zerquetscht. Das ist auch irgendwie eklig.
mache ich jetzt? Da rüber. Da. Da. Okay. Ja. Stürze in deinen Tod. Oh, es gab nicht mal einen Todesschrei. Warum hält sie sich nicht fest? Oh, ich hasse sowas. Ich hasse sowas, wie mit dieser einen Stelle letztens. Halt dich einfach fest. Oder kann sie das nicht? Oder was ist ihr Problem hier? Aber sie hält sich nicht fest. Was soll ich denn machen? Oh, leck mich doch, Spiel. Mach hier alles so. Ja. Das geht doch gar nicht anders. Was soll man denn sonst hier machen? Oder mich hier fallen lassen und so. Ja, dann da so rüber. Geht das nicht? Nee, geht auch nicht. Hä, muss sie das doch oben schaffen? Das geht doch gar nicht anders. Merkwürdig. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ja, das, ich kann das jetzt hier 500 Mal probieren. Ist irgendwie, ne? Muss das doch mit dem da drunter funktionieren. Jawohl, okay. Man muss sich fallen lassen. Es geht nicht anders. Ah, ja, ja, ja. Macht's mir extra schwer. So. Leute. Was hier so ist, das sehen wir im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.